markiert hier. Ich weiß nicht, was du hier Ja, wolltest. hier, pass auf, hier drüben. Hier ist ein, da gibt es einen Fertigkeitenpunkt, wo das jetzt A ist und daneben ist noch ein Dokument und daneben ist ein Fragezeichen. Also da müssen wir hin. Komm da, wo du musst mitkommen. 220 Meter nach da. Ups. Einmal durch den dreckigen Gang ist durch. Oh Mann. Ich weiß, ich muss morgen meinen Greenscreen mal mit Nagel festmachen. Zumal ich es ja auch wieder installieren müsste. Hast du das Spiel denn selbst hier? Crash Styler, herzlich willkommen. Kommt mal wieder Terraria. Das ist doch Terraria hier. Wir bauen, wir laufen, wir fahren. Guck mal, hier sind Rebellen. Nee. Er möchte oben in der Videobeschreibung. Ja, da bin ich drin. Ich streame auch gerade. Genau. Genau, der Davo streamt auch. Der spielt Minecraft. Ist zwar jetzt kein Terraria, aber sagen wir mal, es ist nah dran. Das ist eine Auszeichnung. Sieht aus wie aus einer Cornflakes-Packung. Oder von der Air Force oder so. Okay, eine Auszeichnung haben wir. Jetzt ist hier wieder irgendwas Grünes. Haha, wollen wir mal irgendwas Grünes anmachen? Ja, heißt Grün leicht, ja, dann kann man es machen. Nee, Grün heißt wieder, die Armee kommt. Aber warum habt ihr Schafschützen oder ich nicht? Nee, ich weiß jetzt nicht, was es ist. Hier ist ein grüner LKW. Das war doch vorhin so eine Senderstation. Aber nein. Ich kann ja nichts machen. Nee, da ist gar nichts Grünes. Aber schau mal, da schau mal, das kann. Das sind die Rebellen. Schaffen Sie Informationen aus dem Informationslager. Wo ist. Oh! So weit weg jetzt? Das ist doch alles. Naja, 100 Meter. Was sind 100 Meter? Ein. Nee, ich kann so. Hier schnell. Ach, guck mal, Schweinchen! Das aussieht. Nee, eine Kuh. Das gefällt mir. Fliegt der Martin wieder mit dem Flugzeug rum, mit dem Hubschrauber? RL, ja. L kannst du hinten den Arsch bewegen. L sehen Sie, okay. Also irgendwie so wie bei San Andreas. Okay, ich habe noch was gefunden. Ja, sehr nice. Jetzt brauchen wir das hier noch. Sie für die Abschaltung vor. Wo ist es A? Ich habe gar nicht das Gefühl, dass es so weit weg ist immer alles. Aber naja, gut, dann ist es halt so. Schubidubab. Anzufliegen, ja? Ja. Aber auch nur mit dem Hubschrauber. Mit dem Flieger sieht es schon wieder ganz anders aus. Hier, okay. Was mal. Hier gibt's die Ketten, sehe ich. Ach nee, die nehmen wir nicht. Das Dokument haben wir genommen. Ja, gut. Wir sind ja gerade in der Luft, da passiert nicht viel. Ich mache jetzt nochmal den Greenscreen hinten wieder reparieren. So. Ja, auf jeden Fall ein paar verschiedene Akten hier. Oder wir machen für heute einfach ganz ab. Das sieht halt meine schöne weiße Wand, die ich hinten habe. Dann kannst du doch weiß einfach als Chroma Key einstellen. Stimmt eigentlich auch, ne? Nee, das geht nicht, dann ist dein Gesicht auch ausgegraut. Du hast zu viel weiß im Gesicht. Ja, ich bin eine Mozzarella. Ah ja, kein Problem. So, ja, wie gesagt, im nächsten Screen, da läuft es dann besser. Aber dann wird er festgenagelt. Oder du streichst die Wand grün. Ja, ich habe eine schiefe Wand, das ist so. Das Gelbe vom Ei. Die Idee hatte ich tatsächlich, da hat meine Frau gesagt, das fällt aus. Deswegen habe ich jetzt auch einen grünen Vorhang. So. Okay. Oh, Kettensäge. Hier ist noch eine Mendes-Farm. Was machen wir denn damit? Weiß ich nicht. Ich gehe mal gucken, was es ist. Hinter dir. Da drüben ist er. Genosse Guichi. Okay, wir sind gleich da. Ihr fliegt da über mir rum, ne? Der mag ihn. Was ist das hier? Da steht Mendes Farm, aber ich glaube, das hat keinen Sinn, oder? Keine Ahnung. Gibt's hier irgendwie Drogen oder was zu sammeln oder zu holen? Nö, ne? Mendes Farm ist der Ort. Ist der Ort, so, ne? Halt. Genau. Ich hab nur gerade gedacht, weil das nochmal so speziell irgendwie dargestellt ist. Ich habe gerade eine Granate geschmissen. Ich sollte vielleicht schon weggehen. Ja, eine Mine. Das ist eine Mine. Ja. Kann man die wieder aufheben? Nee, also vorher hat es nicht geklappt. Nee. So, Beobachtungsposten. Überwacht die Million der Rebellen. Brauchen wir nicht. Dann gehen wir jetzt zum gelben Ausrufezeichen, Markim. Oder wollen wir zu diesem... Ich habe schon blaues Pistolensymbol. So. Das jetzt ist passende Waffen. Oh, warte mal, hier kommt was. Hier kommt ein gelber Pfeil angefahren. Story-Einsatz. Die Rebellenbewegung steht kurz vor dem Aus.
beitreten. Können wir später auf seine Unterstützung zählen? Ja, komm auf den Hubschrauber, Quitschi. Die kommen auf uns zugefahren. Also auf, die bewegen sich wieder. Warte mal, die Frage ist, wo kommen die lang? Ja, die kommen hier vor mir lang. Ich glaube, wir müssen die wieder abschießen, oder? Ja. Stoppen und markieren Sie den Santa Blanca Konvoi. Ich bin in der anderen Ecke. Oh oh. Wo haben die es jetzt? Die müssten jetzt rein theoretisch. Markim, schießt du von oben drauf? Oh, die sind vorbeigefahren. Ich kann nicht schießen diesmal. Ich schieß. Soweit es geht. Ja, die sind. Die rennt hier vorne vor uns weg. Da komme ich nicht hinterher. Schade. Aua. Herr Amateur, ja? Das war gewollt, das war Absicht, das war passiert. Hat nicht geklappt, okay. Ich habe einen Zivilisten, ich wollte ihn eigentlich nur aus dem Auto rausholen, ich habe mal aus dem umgebracht, das wollte ich eigentlich nicht. Da hat er mich noch fast überfahren dabei. Wo fahren die denn lang? Da komme ich doch niemals hin. Die kriegen wir nicht. Doch. Wie ich die krieg. Ich komme jetzt mit dem Auto hinterher, mit dem Bus. Ich nehme mal einen Linienbus, den nächsten. Minibus. Wie nice. Moment, ich fahre. Afu, keine Ahnung, wo du bist, aber wenn ich dich unterwegs sehe, sammle ich dich ein. Am Konvoi bin ich. Kann aber nicht schießen, wenn wir fahren. Ja, ich komm. Der Zustand ist noch okay des Konvois. Martin fährt vor mir. Ach, die Mucke, die ist einfach so cool. Oh, ins Wasser. Schön ein Boot hier. Am Start. Da kannst du sogar schwimmen. Davor halt mal an und steig aus. Und jetzt hier schnell bei mir rein. Kann ich jetzt geschützen, ne? Ich weiß nicht, ob du während des Dings wechseln kannst. Nee. Notfalls bumm ich sie aus dem Weg, das ist auch kein Problem. Aber ich bleib ganz kurz nochmal stehen und mal schnell von hinten einsteigen. Moment! Oh nein, jetzt bin ich ja auch noch. Ach nein. Wir sind hier auf dem Gegner vor mir. Guck mal, ob ich das Auto noch schnell klauen kann. Schütze. Bevor die auf mich so schießen. Oh, jetzt Junge. So. Jetzt aber. Schnell rein in die Karre, los, komm, steig ein. Mach Platz. Guck mal, ob ich mein Bestes tun kann, wegzufahren. Am besten nicht auf den Konvoi schießen. Ich? Nee, nicht unbedingt. Alter, wie ist denn der? Ich fahr außen rum. Ey, was habt denn ihr hier für ein Chaos hinterlassen, ey? Alles im Arsch, alles kaputt. Danke, Quitschi, hast du super gemacht. Nein, ich hab dir geholfen, warte. Du hast mich über den Haufen gefahren, du Vogel. Ja, aber nicht nur dich, warte, bleib hier liegen. Bleib hier liegen, wo soll ich denn hin? So. Warte, bleib hier liegen. Du bist ein Spaß, okay. Ich hab nur gesehen, dass da ein rotes Licht ist und hab mir gedacht, da ramme ich einfach mal voll rein. Kataris Leute sind unterwegs, um das Zeug zu ergeben gehabt, so rum. Das hab ich auch gemerkt, nachdem ich ihn abgeschossen habe. Guck mal, es liegt doch hier vor mir. Wenn er uns zu Judy und Polito bringt, ist es das wert. Der Reaper will sich das Spiel morgen auch kaufen, finde ich witzig. Oh, haben wir's Sache. Oder? Wir so aktivieren und verteidigen Sie den Sender der Rebellen. Aber wo ist das? Warte mal. Mitkommen. Da vorne ist ein Heli. Darüber müssen wir jetzt fliegen. Alles klar. Ich komme zu dir. Ich auch.
Das war schön. Dieses Aktivieren, da muss man immer aufpassen, weil es ist teilweise richtig schwer. Ist aber die Flamme der Rebellion als Auftrag, ne? Ja, ja, natürlich. Oder links, in der rechts, dann. Wir könnt euch auch beide auf eine Seite stützen. Daher liegen da. Seid ihr gerade ohne mich losgeflogen? Warum ist er da nicht eingestiegen, der Trottel, ey? Keine Ahnung, Mann. Aktivieren und verteidigen Sie ihn. Ich weiß gar nicht, wie das alles gehen soll hier. Da ist auf jeden Fall ein Fragezeichen. Ich markiere das mal. Also ich weiß ja, ein Zuschauer ist Markim, wer sind der andere? Der Markim guckt hier gleichzeitig zwei Streams. Wir müssen... Schreib mir mal in die Comments, dass ich sehe, wer du bist. Ja, da kann ich dir mal alles sagen. Bei mir zeige ich schon den ganzen Tag 5 an. Sei immer schon. Okay. Ich habe ja OBS laufen, nebenbei habe ich schon YouTube offen, wo ich auf die Chats sehe. Hab mal eben nachkorrigiert, es ist bestimmt doch die Siva da, wenn überhaupt. Na, 4. So, hier müssen wir jetzt runter. Aha. Pass auf die Kabel auf. Genau, hier, schön die Hochspannungsleitung absägen. Das wäre auch eine Möglichkeit, um einen tödlichen Angriff auf die Kunden vorzunehmen, ne? Einfach schön die Leitungen runterschießen. Da vorne ist eine Munitionskiste. Das ist nice to know. So. Was ist beim Neptuno? Leuchtpistole C4. Minikiste ist immer gut. Ich komme mal schnell in die Ausrüstung. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir jetzt. Schaden? Die macht richtig Schaden? Ja. Kann man hier auch die Waffen wechseln? Das ist nichts ausgerastet. Oh, ich kann... Ah, jetzt sehe ich das. Ich kann die LVOA mitnehmen. Die macht auf jeden Fall mehr Präzision und mehr Schaden. Hat aber wenig Haltbarkeit. Ich habe mehr Schaden mit dem MG-121. Oh. P90. Ach, das ist alles zu. Die kann ich alles nicht nehmen. Ach, super. Aha. Die MP5 könnte ich nehmen, die ist besser als die aktuelle. So. Dann müsst ihr mir mal sagen, wie ich in diesen Job reinkomme dann. Du musst dich vor die Munitionskiste stellen und dann auf Dreieck drücken lange. Hier ist auch nochmal Munition, Quitschi, davon. Ja, dann kann ich es hier nochmal probieren. Also vorstellen, dann mit Dreieck. Ja, da wo ich gerade stehe, wo bist du gerade? Ach, du bist bei Markim. Ich bin bei Markim unten. Also ich habe eine Handwaffe, Ding, Ding, Ding. Da musst du dir eine Waffe auswählen und dann kannst du rechts gucken. Da hast du rechts Dreie zur Auswahl, die du in den Slot legen kannst. Okay, ja, ich sehe es. Aber gut, bei mir sind nur die ich gerade anhab, aktiviert. So. Ich will kurz gucken, jetzt stehst du gerade davor, ob ich hier... Ach, da kann ich tauschen. MP5. Ich muss dir echt genau davor stellen, ne? Ich schiebe dich mal zur Seite. Geht ja, wie werden die Sachen dann aufgemacht? Tja, keine Ahnung. Die schaltest du mit der Zeit frei, wenn du teilweise auch die Waffen von den Gegnern nimmst. Okay. Halt euch aus. Guck mal hier, der chillt auf dem Bett. Ihr braucht keine Angst, aber ich tue euch nichts. Bleibt doch mal gechillt. Oh, was ist jetzt los? Hast du einen Sender aufgestellt, wirklich? Natürlich, bleib locker. Alter, nee. Diesmal bin ich vorbereitet, diesmal bin ich da. Ich sehe da zwei Autos, drei Autos, die kommen. Schäfer, sie werden beschossen. Bei Plucker, Mädels. Cool. Na, jetzt tot sein kann ich nicht. Nee, Quatsch, noch ledig. So. Ich habe mal die PP von dem Nachbarn, vom Gegner hier aufgesammelt, die hier rumliegt. Okay. Hat die Rebellen angerufen, wegen Verstärkung. Von hinten oder wo sind die jetzt hier? Krieg ich den? Wo ist denn der Kunde da oben? Ja, der Inner ist da oben, aber den kriege ich auch nicht. Haben wir gleich. Hast du den schon gesehen?
tot. Ich brauche, ja. Nice. Auto kommt von unten. Moment, spring ich weg. Da war Kim. Hat er logisch weggesprengt, war. Ja. Unglaublich. Das ist nicht zu glauben. Ich habe meinen Namen gehört. Sisiva, den Namen gehört. Oh, da heißt es leider um die Ohren. Könnte schon durchaus möglich sein, will ich mal so sagen. Oh. Mich hat's erwischt. Okay. Ich hab zwar die Beden platt gemacht, aber die haben mich trotzdem erwischt. Schickst du noch mal. Rebellensympathisant, danke sehr. Compadre, ich hab das. Haben wir es geschafft jetzt, ohne Witz? Aha. Ja, super. Ihr habt die eine Seite sauber gemacht, ich hab hinten sauber gemacht. Das war aber echt knapp jetzt hier, dass die noch weggehauen hat. Also, das ging gerade so gut. Verdammt mutig von ihnen. Guck mal, du kannst jetzt die Pipi-Sache, Waffe hier aufnehmen. PP habe ich schon noch nicht, wo irgendwie. Die liegt hier rum bei den Gegnern. Ach hier. Verstanden. Sind unterwegs nach Kulta. Okay, neuer Einsatz, der Gefangene von Kulta. Story-Einsatz? Nee, Alter. Als ob wir es da hochlatschen wollen. Befreien Sie ihn und finden Sie heraus. Da oben steht ein Heli, 5 Meter weiter, die Treppe auf. Na, wollen wir nach da oben oder wollen wir eher nach unten in Richtung Untersuchung der Itakua? Itakua oder lieber nach oben zum Story-Missionsding? Das kannst du halten wie ein Dachdecker. Ja, komm, wir gehen da runter, lass mal ein Heli nehmen. Wir gehen da runter. Ich komme. Oh, erscheinen reicht. Ja. Jetzt muss man den wieder da unten auf der Gasse abholen. Ja, wie immer halt. Ja, moin. Ah, schön, dass du erstmal hier die Stromleitungen gekappt hast. Ja, wärst du hochkommen wieder davor? Ich bin einfach nur in Richtung Hubschrauber gelaufen. Einfach nur so. Wer hat einen Zivilist erschossen von euch zwei? Ich. Hier, links ist. Ah, links ist. Ach nee, falsch. Hä, das hat sich so bewegt. Was ist denn das schon wieder? Meine Herren. Oh, guck mal, die Stadt sieht ja geil aus. Guck dir mal an, wie das kleine Dorf aussieht, ne? Mitten auf dem Berg. Das hat schon was, ne? Ja. Da ist ganz schön was los. Das hat nichts mit dem ganz schön was los zu tun. Hier ist richtig Aktion. So. Nicht wieder einfach reinrennen. Ne, ich gehe erstmal runter zu dem Ausrufezeichen im Gelben. Das sind keine Gegner. Naja, gut. Bist du dir das sicher? Ja. Nee, ach, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also laut Karte sieht es im Moment auf jeden Fall so aus, als wäre hier der orange Bereich eher so rechts da drüben. Fliegst du gerade mit der Drohne rum? Da ist ein Scharfschütze. Da ist eine Wache auf dem Turm. Ja, ich mach den Scharfschützenplan, warte. Ja, treffen sollte man auch. Mit Maschinengewehr. Ich hab's halt direkt daneben, aber der hat es nicht mal gemerkt, dass ich neben dem in die Wand geschossen habe, war. Nee. So, da unten im Zelt ist ein roter Kreis. Ich sehe ihn auch. Müsste aber noch einer draußen rumlaufen. Nein, voll der Sniper. Ein Maschinengewehr. Auf dem Wasserturm ist keiner. Also sind zwei im Zelten drin. Unten fahren normale Autos rum. Was ist denn da? Ist da auf dem Turm was? Da ist eine Lampe an. Nö, da ist keiner. Gut, dann gehen wir von da hinten aus rein. Das geht gar nicht. Oh, ich bin runtergefallen. Naja, gut. Hast du ja gerade eine Bombe gezündet? Och, Martin. Ich war's doch nicht. Das war der Dafu, so wie der lacht. Ja, jetzt können wir von oben ganz in Ruhe abschießen. So viel zum Thema taktisch. Ist doch taktisch.
Jetzt machst du schön von oben vom Berg alle platt. Ja, dann mach mal. Verstärkung rückt an. Hast du Verstärkung gerufen gerade, Marki? Nein, es ist feindliche. Na, have fun. Wer rennt denn? Eins. Wo kommt denn der? Ach, da kommt jetzt die Straße hoch, oder was ist das? Jetzt haben sie sich schon wieder versteckt, die Deppen. Rennt ihr euch in Tunneln rum? Was ist denn das? So. Schau. Ach, das ist da unten auf der Straße, wa? Drei. Ja, es läuft gut bei Martin. Und ist eine perfekte Taktik. Immer hier von oben, ganz gechillt, alles sauber. Da hättest du aber noch nicht mal so einen Randale machen müssen. Tja, der eine fährt weg, ja. Den kriege ich auch nicht mehr. So, der ist auch tot, der da hinten war. Irgendwie ist der abgehauen. Ich weiß nicht, aus welchem Grund die abhauen. Ich hab noch nicht mal einen Scharfschützen gewonnen, ne? Nimm's Mädels. Na, ja, das hat, du hast ja weit geworfen. Ja, das war ja nice. Mist. Oh, tot. Grafo hat mit dem Scharfschützen, mit dem Maschinengewehr besser drauf als ich mit dem Scharfschützengewehr. Das ist schon unglaublich, ey. Einer ist rennt noch rum. Laut Kreis. Scheiße, jetzt so, ich hüpfe jetzt runter hier. Sind wir da nicht tot, wenn wir da runter hüpfen? Naja, ich gehe in Etagen, sag ich mal. So. Fakt ist, hier wollte ich ja eigentlich vorhin hin. Mhm. Ich bin am Heli, hier gibt's eine Waffenkiste, hier ist eine blaue Pistole. Waffenkiste entdeckt. Okay, ich bin unterwegs. Schau grad, wie man am besten runterkommt, ohne dass ich sterbe. Leichtes Maschinengewehr. Waffe erhalten. Ah, leichtes Maschinengewehr. Oh, hört sich interessant an. Wow. Nehme ich hier rein, dann kann ich hier drüben gucken. Okay. Leichtes Maschinengewehr macht auf jeden Fall mehr Schaden, wie es aussieht.